Hallo Leute und herzlich willkommen zurück von meiner Seite aus mit Let's Play Pokémon Crystal Nuzlocke Challenge. Aber ich bin nicht alleine, weil parallel zu mir wird noch eine gewisse andere Schlampe aufnehmen. Ist ja voll gelogen, wir spielen ja PMD, Team Rot. Was lügst du deine Zuschauer an, hey du Vollidiot, ne? Yay! Weißt du, was mein erstes Routen-Pokémon ist, das ich auch fangen darf? Deine Mutter. Die doppelte Kopfbedeckung. Ach ja, du hoffst übrigens, dass du überlebst, du wirst es nicht schaffen wie in Soul Silver. Geil, der Emulator hat gerade geleckt. Nein, Samurzel, ich will dich nicht im Team haben. Ach ja, wo sind wir gerade? Wir sind, glaube ich, im Tumultwald müssten wir sein. Ja, Tumultwald sind wir. Nachdem ich ja letztes Mal grandios verkackt habe, das Alpollo abzugeben. Geiler ja, Scheiß. Müssen wir jetzt mit dem Alpollo. Nein, Samurzel, ich will dich nicht. Keiner mag Samurzel. Nee. Nö. King Nipples. Nein, das ist Blanas. King Nipples? Ja. Nein, das ist Miltank. Nein, der König der Nippel ist Blanas. Nein, Miltank. Das Blanas. Hat gleich vier. Aber Blanas hat zwei ein Pixel große Nippel, wo man den Mund von Schmerbe draufsetzen könnte. Alles klar. TMI. Aha. 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 Gib's mir Dog. Nein. Okay, wie nenne ich das Huthuf? Doggy. Nicht? Challenge accepted. Hast du es Doggy genannt? Ja. Geil. Jetzt müsstest das Lied einspielen lassen eigentlich. Oh Gott. Aber nachdem wir nicht. Wenn du das Video für mich bearbeitest. Ach nee. Es dauert doch eh noch, bis ich den Part hier veröffentliche. Ach nee. Aber ich würde ganz gerne so über irgendein Thema. Also ich will ja nichts sagen, aber der Part, den ich gerade aufnehme, der kommt für morgen online, ne? Echt? Ja. Verdammt. Das heißt, die Leute werden gespoilert. Oh nein. Zu meiner Verteidigung, er wollte das Spiel aufnehmen, nicht ich. Ich hab nicht gesagt, du musst. Er wollte es freiwillig, selber schuld, Bitch. Ja. In Wirklichkeit steht er gerade mit einer Knarre neben mir und hält sie mir die ganze Zeit am Kopf. Dann hätte ich schon längst abgedrückt. Halt's mal. So. Du kennst mich doch inzwischen. So, Pepe, und ratet mal, was ich vergessen. Was? Ratet mal, was ich vergessen habe, richtig, die Speed-Taste wegzutun. So, jetzt bin ich mal gespannt, was mein zweites Routen-Pokémon wird. Ich. Wieso du? Ich. Oh, genau. Oh, ihn genau. Ja, ich hab nichts gerandomized. Ist so. Ja, kann man auch in. Warte, kann man das überhaupt in Gold, Silber und Kristall fangen? Ich glaube, weil es der Remake ist. Ah, nein, du spielst ja Kristall, ne, dann nicht. Ja, siehst du? Oh, ich kämpf gegen einen. Deine Mutter? Eine rattige. Eine Rattenfratze, so. Und die Story geht nicht weiter, das heißt, wir dürfen weiterhin Missionen machen. Yay! Geiler Scheiß. Ich hab fast schon so was ähnliches. Spaß! Spaß! Spaß ist was anderes. Ich war das Glutexo, ne? Ja. Ich will endlich ein. Nein, ich will zum Team. Ich will endlich ein Glurak sein. Ich will endlich ein Glurak sein. Ein Glutrak. Ach, soll ich den anderen Typen da auch leveln, der sich HST Chris nennt? Ja, was bin ich jetzt eigentlich für ein Pokémon geworden? Immer noch ein Magnetilo. Ich glaube, du bist Level 12 oder so. Geil. Ist ja fast auf dem Level wie mein Alter. Du bist Alter. Sogar 18. Also was kann... Nichts. Ja, das hat man gerade an der Stelle gesehen. Holy shit. Ich hab schon immer gesagt, du kannst nichts. Ja, und davon leider zu viel, ich weiß.
Worauf ich jetzt aber hinaus wollte, ich wollte meine Parts eigentlich ein bisschen so strukturieren, dass ich über irgendein Thema habe, was mich so beschäftigt, aber da mir gerade keins einfällt, über welches Thema, das Gott und die Welt betrifft, würdest du gerne mal dein Herz ausschütten? Titten sind eklig. Muss ich da wirklich... Holy shit! Genau. Du wachst. Was? Du wachst. Ich hab gesagt Quapsel. Achso, ich wachse verstanden. Dafür bin ich, glaube ich, schon ein bisschen zu alt. Zu klein. Alt. Klein. Alt. Klein. Alt. Klein. Alt. Kleinstein. Kleinstein sind auch alt. Woher willst du das wissen? Ich hab sie alle gezeugt. Ich fange mir nie mehr einen Kleinstein. Nie wieder. Irgendwo weg gibt es ein extrem seltenes Pokémon, das heißt Chanera. Das heißt von Chanera, dass es Glück bringt, bitte überlebt, es zu finden. Bitte überlebt, was für ein Pokémon das wohl sein mag, würdest du ihm nicht gerne einmal begegnen? Natürlich Volltreffer! Die Challenge geht nicht lang, ne? Dieses scheiß wilde Quapsel! Dann, wenn es drauf ankommt, dass Doggy überleben soll, was kommt? Quapsel setzt Nummer 1, ja, Volltreffer. In your face, bitch. Ist Doggy tot? Ja, Doggy ist tot. Gib's mir, Doggy! Die Sache ist, wenn ich jetzt mit Pepe angreife, dann ist Quapsel tot. Ja, fast bleib schon drin. Leid, ne? Nein, ich bleib will kein Hornio. Bleib drin! Oh Gott, das Horn erinnert mich an was. Kurse damit für Hornio, Hornet. Du bist zu zweiblich. Hornette. Ist mit Zeit. Sag mal, ich weiß, über was wir reden können. Darüber, dass du schlecht bist, ich weiß. How about Kingdom Hearts? Was ist dein Kingdom Hearts? Aha. Du bist Level 8, Hornio. Du bist hässlich. Hast du einen Kosenamen für ein weibliches Quapsel? Hornet. Was? Hornette. Keine Ahnung, für ein weibliches Quapsel. Spirale. Es hat eine Spirale auf dem Bauch. Spirale oder Samen? Wieso Samen? Na, guck dir das doch mal an. Sehen Kaulquappen nicht so ähnlich aus wie Samen? Oh, spielt das ein Quappo? Vielleicht wird es ja zwar ähnlich, aber. Ach komm, ich bin heute mal ganz kreativ. Deine Mutter. Ja, fast. Auf welche Ebene muss ich? Ich hätte es vielleicht mal angucken sollen, ne? Nicht Textprotokoll. Ich habe ein weibliches Quapsel mit dem Namen Erguss. Ich hab vergessen, die Attacken zu nehmen. Geil. Geil. Also, let's talk about Kingdom Hearts. Königreich der Herzen. Ja. Ja. Ich hab meinen Teil beigetragen, jetzt bist du dran. Wow. Ich hab's übersetzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie das im, zweiten Teil gewesen ist, also der normale zweite Teil. Gab es da die Überform für oder nicht? Den was? Die Überform. Du meinst die, ich glaube nicht. But I'm not sure about it. Weil es gab ja, nee, Quatsch, die gab es nicht. Oh, Genji, wieso hebst du die scheiß Georock-Brocken auf? Nein, die gab es nicht und ich kann auch sagen, warum. Die Überform bekommt man nur nach dem Kampf gegen Roxas. In der Welt, die niemals war. In einem Land vor unserer Zeit, was? Ja, hallo Quapsel. Danke. Scheiße, ich darf mit Pepe nicht mehr kämpfen. Level Cap? Ja.
Oh. Also Pepe macht... Level 34 für Pepe. Ich bin fast ein Gludak. So, dann muss es jetzt Erguss richten. So, habe ich spontan genau, einen Samen-Erguss. Ja. Also... Hat die Anspielung verstanden. Die Überform bekommt man nur nach dem Kampf gegen Roxas in der Welt, wie jemals war. Und zwar das erste Mal, wenn man danach in irgendeine Form wechseln möchte. Sei es die Helden, Weisen, Meister oder Limitform. Das spielt keine Rolle. Jedenfalls besteht dann eine potenzielle Chance, dass direkt die Überform herausbringt. Ich muss das Licht hier ausschalten, sonst ist mir zu hell. Aus, habe ich gesagt. Aber so deine generelle Meinung. Also ich weiß zwar, dass, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, Kingdom Hearts deine Lieblingsspielereihe ist. Genau, deswegen spiele ich auch gar Pokémon, ne? Das muss nichts heißen. Ich spiele die meiste Zeit nur Pokémon. Ja, okay, was sind so die Punkte, die dich an Kingdom Hearts begeistern? Dann frage ich es einfach mal so. Also ich finde ja Sora richtig heiß und Riku, ne? Riku ist cool. Und Axel ist ja auch voll der hotte Typ, ne? Holy shit. Wer ist gestorben? Der Gus hätte jetzt beinahe dran geglaubt. An was glaubt er? An die Samen. Geil. Mission erfüllt, möchtest du gehen? Ja, ich möchte gehen. Ja, ich will wirklich gehen. Ich bin mir ganz, ganz hundertprozentig sicher und so, ne? Oh ja. Was gefällt mir noch? Mir gefällt das Kampfsystem. Ich finde die Story recht cool. Ich finde es verdammt cool, dass man in sämtliche Disney-Welten eintauchen kann. Halt die Fresse. Mit den Hauptprotagonisten sprechen kann. Was ich nicht so gut finde, ist beispielsweise im zweiten Teil Ariel die Welt, weil die ist einfach nur dämlich mit den Musicals. Aber sonst eigentlich ganz cool, dass man in diese Disney-Welten eintauchen kann, mit den Disney-Bösenwichten kämpfen kann. Und ja. Aber wenn es jetzt um die einzelnen Charaktere geht, welchen Charakter kannst du überhaupt nicht ab? Doch, da. Ich überlege gerade. Ach so. Weil, wenn ich jetzt nur mal so überlegen müsste, welchen Charakter ich wohl überhaupt nicht leiden kann. Ich mag Leon nicht. Was? Du magst Squall nicht? Nee. Squall ist cool. Nee. Das ist so dieser typische, ich bin Mann, ich bin stark, ich mach. Dabei kriegt er meistens... Ich mag Xaldien nicht. Manchmal kriegt er aber auf Maul. Ich mag Xaldien nicht. Wen ich auch gar nicht mag, ist du beispielsweise. Was? Dich mag ich zum Beispiel gar nicht, ne? Sacknase. Ich bin aber nicht aus Kingdom Hearts. Ja, Gott sei Dank, sonst wäre das Spiel ja schlecht. Sonst hätte es null Verkaufszahlen. Ja. Genau. Nimm mich mit, Feuerberg. Du hast da oben eine Schraube locker, ne? Ja. Genau, Wucht abgesucht. Nahe Ruine U68. Hab nichts Besseres zu tun. Ich werde von Hoothoot verfolgt. Haut ihm aufs Maul, bitte. Nein, bitte nicht. Bitte schön, mach das mal. Ja. Ich hab mich verlaufen, Ruine, Untergeschoss 71. Ihr habt sie nicht mehr alle, ne? Stillklammfenster. Ein wildes Hotpot. Ich will doch einfach nur, dass die Hauptstory weitergeht. Die zweite Second Story. Du meinst die After Story? Hab ich doch gesagt. Oder Postgame? Hab ich doch gesagt. Nein. Doch, hab ich gesagt. Nein. Hör mir mal zu. Als ob ich dir jemals zuhören würde. Wann hast du mir schon mal zugehört?
Eigentlich immer, aber verrat's niemanden. Genau. Wo ihn? Oh nein! Der Guss wird mit Faden geschossen. Ich dachte, du bist tot. Nein! Dann hätte ich nicht nur oh nein gesagt, dann wäre ich ausgerastet. Ja. Rette meine Rivalen. Hast du noch Zeltspiel in Erinnerung? Ich überleg die ganze Zeit, wer das ist. Schloss des Biestes. Ah. Der mit den Dreadlocks. Er sieht aber cool aus, weil der Kampf gegen ihn ist echt hässlich. Erstens das und ich finde die Charakterzüge von diesem Charakter nicht wirklich. Ich finde ihn voll cool, ich finde ihn voll Knorke, ne? Voll Knorke, voll das deutsche und aktuelle Wort, ne? Ja. Nein, ich lebe nicht hinterm Mond. Doch ab und zu schon. Under the Rock. Ne, nicht hinterm, aber dafür vor, ne? Under the Rock, wie es in Englisch heißt, ne? Hinterm Mond leben. Ja, Mann, der Guss ist fast auf Level 6. Nur mal so nebenbei angemerkt. Das ist zwar jetzt schon ein bisschen her, aber. Pass auf nicht, dass es kommt. Ich muss zu Ebene 6. Naja, das heißt, der Guss und kann als einzige Attacke. Attacke Blubber. Attacke? Ja. Yay, Erguss erreicht Level 6. Hit me, baby, one more time. Der Versammler Uni wurde besiegt. Ja, Mann. Ich hab 48 Pokéballer erhält. Geil. Ich hab 120 E-Punkte erhält. Fällt ein Anruf von meiner Mutter. Ich hab 120 E-Punkte, 80 E-Punkte erhält. Oh, ein süßes Azurill. Es hat Fassade gehabt. Gute, nächstes Glück. Aber kein Pokémon. Werden wir jetzt sehen. Ich hab einen Trank gefoundet. Es ist. Hast du nicht vorhin gesagt, es ist eine Randomizer Nuzlocke? Nein. Man merkt, ich höre dir aufmerksam zu. Ich dachte, du hast Randomizer Nuzlocke gesagt. Nein, habe ich nicht gesagt. Und ich habe einen Pokéball gefunden, das ist ganz gut. Der nutzt wieder drei Stück. Jetzt hast du mal endlich hast du mal einen Ball, ne? Oh, ein weiteres Pokémon. Das ist ein Knuffenser. Knuffige Felsen. Fenser. Okay. Kann Knuffenser auf Level. Kann Knuffenser auf Level 5 Rankenhieb? Knuffenser kann erst am Anfang nur Rankenhieb. Okay, dann sollte ich vielleicht doch zu Peter wechseln. Aber ich bin auf der Levelkappe. Du sollst es ja nicht besiegen. Du sollst es nur schwächen, damit ich es einfangen kann. Aber ich will draufhauen. Ich will voll Bums machen. Du musst so die ganze Zeit von der Ranke gehen. Oh ja, gib's mir härter Knuffenser. Von einem weiblichen Knuffenser. Geh weg, Hilfe! Es hat mich berührt. So. Nein. Beutel. Trank. Trank. Pokéball, what the fuck? Kraftband, großer Apfel, Persiffschal, Warp-Arm, ja, Apfel. Jetzt habe ich ein Feuer, ein Wasser und ein Pflanzen-Pokémon. Bin fast schon stolz auf dich, ne? Aber fast nur so ein bisschen. So, wie nenne ich dich? Wie nenne ich dich? Ich würde dir helfen, aber ich weiß nicht mal mehr, welches Pokémon es ist. Knuffenser. Staubsauger. Oh, warte, Sorger gefällt mir ganz gut. Blase, ja. Gott, bin ich dämlich, ich finde das U nicht. Geiler Scheiß. Das U ist neben dem anderen Buchstaben, der mir nicht einfällt. Zwischen dem T und dem V, würde ich sagen.
Ja, irgendwie sowas, keine Ahnung. Okay, warte, ich fasse zusammen. Mein Team besteht aus Erguss, Pepe und Sauger. Pepe saugt bis zum Erguss? Aha. Aha. Ich sag nichts, nein. Nope. Löschen. Blubber, los Erguss, blubber um dein Leben. So. Blubber um dein Leben? Nein, ich meine Nase ist noch verstopft, ich bin ein bisschen krank, also entschuldigt, Guys. Du sollst doch nichts in die Nase stopfen. Entschuldigung, aber ich weiß nicht, für was Tampons sonst da sind. So. Halt einfach die Klappe. Ist manchmal besser. Nein. Doch. Ich sollte nonstop reden. Du solltest Walkthroughs machen und einfach die Klappe halten. Walkthroughs? Mhm. Wo soll ich denn durchwandern? Ich weiß, ich hab ihn jetzt gebracht. Jeder hat gelacht. Das check ich nicht. Genau. Du warst unterirdisch schlecht. Wie war das? Mein Niveau ist, oder beziehungsweise mein Humor ist noch flacher als der Grundwasserpegel in Afrika. Gesucht? Ich habe gerade Analbärde gelesen, Gott. Alter, wie war das noch in der Werbung, was du mir vorhin geschrieben hast? Nein, es war was anderes. Erguss erlernt Hypnose. So. Aber Leute, ich würde sagen, ich beende den Part hier. Ich werde offscreen kurz gucken, ob ich eine Amarena-Bäre und ein Flora-Gummi habe. Dann machen wir diese drei Missionen im nächsten Part. Nein, hi, Leute. Nicht. Tschüss. Halt die Klappe da drüben. Ciao.